Bild abschließen und dann steht auf einmal ein fremder Mann an unserem Bild. Machen Sie, dass Sie von dem Bild wegkommen. Ja, wo kommen Sie denn jetzt auf einmal her? Ich darf an diesem Bild rummalen, so viel ich will, weil das ist mein Bild. Ich kann jederzeit hingehen und mich mit dem Bild beschäftigen. Das können Sie mir nicht verbieten. Ihr Bild? Da hört sich ja alles auf. Machen Sie, dass Sie von dem Bild wegkommen. Das ist nicht Ihr Bild. Hören Sie mal, ich bin der bekannte Meister Matisse, der Maler. Das ist ja doch wohl klar und über jeden Zweifel erhaben. Das Rollenspielen, das ist als so ein leichtes Highlight, dass das Ganze mal ein bisschen lockerer und ein bisschen aus der Sicht von Matthias Grünewald dargestellt wird, dass man da es einfach aus der Sicht des Künstlers mal sieht, was er da gemalt hat, da ja leider die Aufschriften so nicht vorhanden sind mehr. Dieses Bild wurde von einem berühmten Maler gemalt. Dieses Bild wurde von Matthias Grünewald gemalt. Er war damals ein Stern am Malerhimmel. Gemeinsam mit seinen nicht weniger bekannten Kollegen Albrecht Dürer, Hans Holbein und Lukas Thornach. Ja klar, das sind meine lieben Kollegen und teilweise auch Freunde gewesen. Zu meiner Zeit war das gar nicht üblich, dass jeder Mensch einen Nachnamen geführt hat. Den Namen Grünewald habe ich erst 100 Jahre nach meinem Tod von einem Schriftsteller bekommen. Und deswegen haben sie mich leider nicht sofort erkennen können, als ich meinen Namen genannt habe. Beim Rollenspiel gibt es einmal den Künstler Matthias Grünewald, die Schwester vom Stuppacher Pfarrer und Deutschordenspriester Balthasar Blumhofer und den Restaurator. Und im Rollenspiel spiele ich den Restaurator. Das Bild ist mittlerweile über 500 Jahre alt. Es hat deutlich gelitten im Laufe der Jahre. Das lag daran, dass sie nämlich auf eine Holztafel gemalt haben, die sie vorher mit einem Kreidegrund versehen haben. Das hat die Farbe dann sehr anfällig für Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Die Stuppacher Madonna hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich fasziniert bin von der Kunst des genialen Malers Matthias Grünewald. Und darüber hinaus hat es auch das Bild für mich einen theologischen, einen glaubensmäßigen Aspekt, weil die Jungfrau Maria mir sehr nahe steht von meinem Glauben und ich durch diese Führungen, auch diesem Bild und dadurch der Gottesmutter sehr nahe komme. In dem Bild sind sehr viele Details und Hinweise auf die Gottesmutter eingeschlossen.